Hallo Leute und herzlich willkommen bei den Cutecumbers. In diesem Video erzählen wir euch alles, was ihr über die vegetarische Ernährungsweise wissen müsst. Aber Moment mal, vegetarische Ernährung? Isst man da nicht nur Tofu? Da fehlen doch die ganzen Proteine und Nährstoffe. Und ist das nicht nur was für Ökos? Dass das alles nur Vorurteile sind, werden euch die Cutecumbers heute beweisen. Zuallererst, was sind Vegetarier überhaupt? Vegetarier essen keine Produkte, für deren Herstellung Tiere getötet wurden. Also Fleisch- und Fischprodukte. Um die vegetarische Ernährungsweise von anderen Ernährungsweisen zu unterscheiden, die sich sehr ähneln, zum Beispiel die vegane Ernährungsweise, muss man zum Beispiel wissen, dass bei der veganen Ernährungsweise zusätzlich auf jegliche Art von tierischen Produkten verzichtet wird, also ebenfalls auf Eier, Milch etc. Die vegetarische Ernährung beinhaltet somit tierische Produkte, bei deren Herstellung kein Tier getötet wurde. Eine weitere Ernährungsweise ist die pesketarische Ernährungsweise. Der Pesketarier verzichtet im Gegensatz zum Vegetarier jedoch nicht auf Fischprodukte und ebenfalls nicht auf Milch und Eier. Aber was kann ich denn dann überhaupt noch essen und wie soll ich ohne Fleisch durch den Tag kommen? Das geht eigentlich ganz leicht. Es bleibt noch genug Obst und Gemüse übrig und auch auf andere Speisen wie Pommes, Nudeln und Süßigkeiten muss man natürlich nicht verzichten als Vegetarier. Hier könnt ihr die Ernährungspyramide einer Person sehen, welche Fleisch isst. Bei der vegetarischen Ernährungsweise fällt nun logischerweise der fleisch- und fischhaltige Bereich der Pyramide weg. Jedoch entspricht dieser offensichtlich nur einem kleinen Teil der Pyramide. Also bleibt noch genügend andere Nahrungsmittel übrig, um durch den Tag zu kommen. Da eben Produkte wie Fleisch und Fisch komplett fehlen, kommen oftmals Vorurteile einer Mangelernährung auf. Manche Nährstoffe fallen tatsächlich durch das fehlende Fleisch weg, jedoch können mögliche Mängel ganz leicht ausgeglichen werden. Man muss nur wissen, wo man die Nährstoffe anderweitig herbekommen kann. Die Frage ist nun, welche Nährstoffe denn überhaupt fehlen und in welchen Lebensmitteln sie zu finden sind. Fehlende Proteine sind wahrscheinlich das bekannteste Vorurteil. Diese sind jedoch beispielsweise in Hülsenfrüchten, Milchprodukten oder Nüssen zu finden. Omega-3-Fettsäuren, welche man normalerweise durch Fisch zu sich nimmt, sind zum Beispiel in Eiern, Sojamilch oder Walnüssen enthalten. Eisen können Vegetarier beispielsweise durch Traubensaft oder Pilze aufnehmen. Vitamine, wie beispielsweise Vitamin D, sind in Orangensaft und Sojamilch zu finden. Um die Frage zu klären, was man denn beispielsweise essen könnte, ist hier ein möglicher Speiseplan eines Vegetariers. Eine nährstoffreiche Frühstücksidee wäre beispielsweise Quark mit Beeren, Nüssen und Haferflocken. Natürlich könnt ihr auch noch andere Früchte hinzufügen oder den Quark nach Belieben süßen. Zum Mittagessen wäre eine vegetarische Pizza, belegt mit verschiedenem Gemüse, eine Möglichkeit. Pizza ist wirklich ein Gericht, das jedem schmeckt und auch ohne Fleisch richtig lecker sein kann. Wir haben uns zum Beispiel für Mais, Champignons, Tomaten und Zucchini entschieden. Aber auch die Gemüseauswahl bleibt euch natürlich selbst überlassen. Um den Tag mit guten Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten abzuschließen, schlagen wir euch ein Vollkornbrot belegt mit Avocado und Ei vor. Als Beilage Tomate Mozzarella. Wer nicht nur mit drei Mahlzeiten am Tag auskommt, könnte als Zwischenmahlzeit Smoothies, Studentenfutter oder Obst und Gemüse essen.
Wir hoffen, wir konnten jetzt das ein oder andere Vorurteil aus der Welt schaffen und euch die vegetarische Ernährungsweise etwas näher bringen. Bis zum nächsten Mal. Eure Cucumbers!